Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 97 vom Kerbal Space Programm. Und wir müssen wieder schnell rein und hoffen, dass wir in irgendeiner Form noch was hinkriegen da oben. Chancen sehe ich schon keine mehr, da unsere Batterie ja leer ist. Kerbin ist da, wir sind da. Er kommt noch näher, aber irgendwie auch nicht. Die Anzeige können wir auch mal anmachen. Okay, das ist jetzt noch ein bisschen mit Electric Charge besser gewesen. So, wir müssen jetzt eine ganze Drehung da machen. Und dann müssen wir gleich nach da unten beschleunigen auch noch. Um dann dahin zu kommen, oder? So, und ich denke mal, jetzt ist der Moment gekommen. Nähert sich jetzt uns auch wieder. Geschwindigkeit zum Ziel, 3 Meter die Sekunde. Ist ja noch gut eigentlich. Irgendwie ist die Richtung eine andere, ne? Gucken wir mal. Sowas. Jetzt müssen wir gleich noch mal, wenn er in diese Richtung da unten zeigt, noch mal beschleunigen, denke ich. Ja, ein bisschen mehr, glaube. So. Zwei Komma sieben Meter. Zwei Komma eins Meter. Es wird jetzt aber mehr. Schwierig zu beurteilen, wo wir hin müssen. Einmal anmachen und dann geht er richtig runter. Unser tolles System hier, sag schon. So ein Shit aber auch. So, ich glaube, wir müssen noch eine Ecke höher dabei. So ist schon, denke ich, nicht schlecht gewesen. Bisschen höher vielleicht auch noch. Schwer zu erkennen, wo wir jetzt sind hier, wo wir hier stehen, ne? Denke mal, wir können noch mal beschleunigen gleich in die Richtung nach da hinten. Müssen wir eigentlich eher eine andere Drehrichtung haben. Die ist jetzt nicht wirklich die optimale, ne? Schwierig zu beurteilen.
Jetzt torkeln wir hier so durchs All, ne? 2 Meter oder wie viel hatten wir schon? Ich glaube, wir waren schon unter 2 Meter dran und dann hat er nicht mal die Griffe erreicht, der kleine Kerl. Das war das Schlimme daran. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ein Spinnennetz machen muss, dass ich den einfange oder so. Keine Ahnung. So, jetzt kommen wir ihm auf jeden Fall näher. Und das mit gewaltigen Schritten sogar. Treibstoff ist bald auch leer. Kommen noch gut näher. Fast die Vermutung, dass wir gerade mal einen Zeitsprung machen. Oh, wenn wir einen Zeitsprung machen, hält die Kiste an. Ist das ein Bug sozusagen, ne? Ja, wir müssen leicht tiefer, gehe ich von aus. Und näher müssen wir aber irgendwie auch. So. Das ist so eine Drehung, wo ich sage, ich mache nochmal Gas, ne? Wenn wir näher rankommen. 200 Meter, ey. Und das alles nur mit wenig Strom. Kann ich irgendwo noch was sehen? Nein, ich bin voll im Licht nicht. Im Dunkeln. Das ist schlecht, da kann ich nicht sehen, aber... Wir trudeln noch? Ja, tun wir noch. Ich glaube, da können wir nochmal gerade Gas geben, weil der geht jetzt hoch und wir müssen auch hoch. Ja, gleich saust er an uns vorbei, oder wie sehe ich das? Jetzt entfernen wir uns so ein Shit. Falsche Drehung ist das auch noch wahrscheinlich. So. Nee, da sind wir nicht näher ran. Da kommen wir noch weiter weg.
Hat keinen Sinn, ich muss einmal anhalten. So. Das ist definitiv falsche Richtung. Das war jetzt, glaube ich, die richtige. Jupp, und Gas. Ja, ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Meter. Der Punkt sinkt noch ein bisschen, das heißt, wir müssen also auch noch nach unten. Gerade ein bisschen weiter rumgedreht. Und dann einmal einen Schub auf ihn zu und ein bisschen tiefer wie er. Glaube ich. So. Na, jetzt kommt er schon zu schnell wieder hoch. Einmal bis die Achse rum ist. Das war wieder zu viel, aber das ist auch nicht schlimm mittlerweile. Hauptsache wir kriegen Energie. Kommen wieder schneller auf ihn drauf zu. Jetzt müssen wir noch die Höhenausgleich machen. Er fällt immer noch runter. Jetzt fällt er wieder leicht hoch. Und wir müssen irgendwie eine andere Drehung haben. So, ist zwar ein bisschen buggy vielleicht, aber was soll's. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Wäre schön, wenn wir in die Sonne kommen. Da sehe ich mehr. Wir kommen noch näher, ne? Tja. Meter. Und wir müssen einmal so machen.
Wo ist er? Da ist er. Tja, schwierig wird's. Die Annäherungsgeschwindigkeit ist ja eigentlich ganz gut, ne? Aber irgendwie geht er aus dem Bildschirm, ne? Meter, jetzt verändert sich die Entfernung gerade nicht. Aber eigentlich müsste sie das. Achso, das hat wahrscheinlich mit der Länge unseres Raumschiffs zu tun, ne? Ich glaube, jetzt geben wir nochmal Gas, damit er wieder runterkommt. Komm, dreh dich weiter, du tolles Raumschiff. Komm, schneller. Er entfernt sich von uns. Jetzt geht er wieder hoch. Aber das ist alles nicht schlimm momentan. Wir müssen gleich wieder die Richtung zu ihm machen. Das ist das Problem. Immer noch senkrecht, dann muss ich ganz kurz einmal drücken und wieder ausmachen. Das war schon wieder viel zu viel. Gut. Machen wir gerade einen Tacken schneller. Und jetzt müssen wir... Ich sehe nichts. Shit, das war die falsche Richtung. Oder? Ne, noch nicht mal, ne? Ich sehe es nun nicht mehr, das ist das Problem. Komm, dreh dich weiter, Raumschiff. Rum. So, und jetzt auf ihn drauf zu. Hä? Ich hab doch drauf zugemacht und dann geht's trotzdem nicht. Shit. Die Sonne geht auf, das ist schon mal cool. Aber, trotz alledem, werden wir jetzt erst hier wieder eine Unterbrechung machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.